Sag mal. Alles slightly weniger smooth, als ich mir das dachte. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stalk Anomaly. Es ist nicht mehr der nächste Morgen, es ist schon der nächste Mittag. Ich habe nämlich den nächsten Morgen, also den letzten Abend und den nächsten Morgen, ein bisschen mit Aufräumen verbracht und habe den heutigen Vormittag damit verbracht, eine weitere Waffe herzurichten, um mal eine 45er wieder zu haben, die wir noch nicht hatten und die ganz interessant klingt und die vor allem ein interessantes Scope verwendet, nämlich dieses APK-16 Gedönsdastik. Light Machine Gun, was sich irgendwie gar nicht anfühlt wie ein Light Machine Gun, sondern eher wie ein Assault Rifle, aber was weiß ich schon. Aber wir haben einen Zoom Scope. Das könnte ganz interessant sein. Und ich habe mich für eine andere Pistole entschieden, die auch einen Silencer aufschrauben kann und man sich damit nicht die Sicht blockiert. Nämlich dieses Ding, das habe ich auch mal repariert, das hatten wir noch rumliegen. Cord Six Barrel, das ist offensichtlich eine High-End Firearms Manufacturer in Lolla, Hessen. Habe noch nie was von gehört, aber ich sage ja, ich kenne mich nicht aus. Das Ding hat allerdings nicht allzu viel Muni-Kapazität, aber immer eine... Was soll's, ne? Wir treffen ja mit jedem Schuss. So, da können wir mal schon mal die Muni reintun. Gut. So, ob ich das Ding dauerhaft benutze oder. Also, ich hab's noch nicht abgegradet. Ich hab's nur hergerichtet. Da war genau ein Teil kaputt. Das habe ich repariert. Das hat also quasi nichts gekostet und. Schauen wir mal. Eine andere Sache ist, ich würde sagen, wir machen heute noch mal einen Tag, weil einen halben Tag jetzt. Treasure Hunting oder Artifact Hunting nach dem Wrenched im... Das kann ich mal verkaufen. Im Süden hier. Und werden dann, denke ab dem nächsten Mal vielleicht schon mal in einem Dungeon gucken. Es bietet sich ja an, Agroprom. Zumal das ja auch hier ist. Aber jetzt den halben Tag, da werden wir nicht mehr viel reißen. Da werden wir jetzt noch ein paar Anomalien ablaufen. Und dann wird das ein etwas kürzeres Video, aber das ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht. Können ja alle, also können schon, aber müssen ja nicht zwangsläufig alle so lang sein. Und dann haben wir, ich meine, vielleicht haben wir einfach Glück. Und natürlich haben wir wieder Nebel. Okay. Hier mag mich jemand nicht. Was ist hier los? Ich sehe euch nicht mal. Zombies. Am frühen Morgen, am Mittag. Okay. Oh, wir haben keine Dings mehr. Müssen wir mal wieder... keine Bolzen.
Peter, bitte den Bolzen. Wo bist du? Das hier. So. Und schon haben wir wieder ein paar Bolzen. Nein. Loot Economy. Okay, also... Я тебя слушаю. Я... Also ich mag echt nicht, was das Feuer mit meiner Framerate macht. Ist jetzt besser? Deutlich. Okay, also da muss ich irgendwie nochmal aktiv werden. Diese Feuer sind... Also ich meine, sie sehen gut aus, aber sie sehen nicht so gut aus, dass es meine komplette Framerate killt. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas was zurückschrauben kann. So, ich dachte mir, wir suchen für einen Corden-Auftraggeber ein Low-Tier-Artefakt und das machen wir dann vielleicht auch im Low-Tier-Level Corden. Außerdem waren wir da schon lange nicht mehr. Ich glaube, da haben sie auch einiges an Stashes angesammelt. Weiß ich nicht. Oder? Garbage auch. Ja, oh ja, da hat sich einiges angesammelt. Ja, dann machen wir da so eine kombinierte Stash. Anomalie-Begehung. Und es kommt natürlich auch wieder eine Emission gerade, was gar nicht schlecht ist, weil wir auf dem Weg sind. Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay, ihr seid zu viele, die da. Wir gehen einfach hier rein. Okay. Gut. So, dann können wir uns ja diese Waffe mal angucken. Also, das ist. Ja, Stay Sheltered, perhaps best known for revolvers with price tags that most people would find easier to associate with German cars than German guns. Okay. Also teuer und taugen nichts? War nur Spaß. Kann nicht alles Volkswagen sein. Also auch das war nur Spaß. Wir wollen, mal gucken, das sieht so gut aus. Ich meine, die ist relativ schwer, die Muni ist relativ schwer. Also es ist 45er Muni, die ist, macht natürlich ein bisschen mehr Bums. Hat allerdings auch ein bisschen mehr Gewicht. Ansonsten... Du hältst auch nie die Klappe, ne? Hast du eigentlich irgendwas so... Kann ich eigentlich von hier unten mit dir reden? Nee, ne? Ich meine, es ist schön, dass du mich begrüßt, nur du musst mich halt nicht 12 Mal begrüßen pro Minute. Aber egal. Wahrscheinlich hast du auf dem Rückweg, wenn du in die andere... Ja, jetzt hast du mich gerade wieder gesehen und jetzt drehst du dich wieder um, gehst in die andere Richtung, vergisst, dass ich da bin und siehst mich dann wieder... Ja, irgendwas hier. Wir können das nochmal ein bisschen schärfen. Und... Gegessen haben wir schon. Obwohl, wir hatten noch keinen Mittag. Aber da wir keinen Hunger haben, warum sollten wir jetzt was essen? Das ist dafür.
Das gehört zu der... Okay, das gehört zu der Pistole. Das hätte ich mir zu Hause lassen können. Ich habe mal geguckt, also ich habe mir mal ein paar Pistolen angeguckt, die ganz interessant klangen, also vor allem auch 919er, weil wir ja nur 919 Muni immer benutzt haben und weil das halt auch den Vorteil hat, dass die Muni nicht so schwer ist. Eine ganze Menge von den Waffen haben das Problem, in Anführungsstrichen, dass aufgesetzte Silencer die Iron Sights verdecken. Was ich total seltsam finde. Ich meine, vielleicht ist das normal bei Pistolen. Ich bin ja, wie gesagt, ungedient und kenne mich mit Waffen überhaupt nicht aus, aber die sind alle so, dass oder einige sind wirklich so, dass der Silencer wirklich die Sicht über die Iron Sights quasi blockiert, weil also, guckt man auf den Silencer und sieht nicht, wo man tatsächlich hinschießt. Das ist liegt vielleicht ist bauartbedingt bei vielen, das mag alles sein. Ich frage mich halt, ob das realistisch ist, aber ich meine wahrscheinlich oder es ist auf jeden Fall etwas, was ich ziemlich doof finde, weil dann weiß ich ja nicht, wo ich hinschieße, ne? Weil das sehe ich dann ja nicht. Und da ist sowas dann ganz gut, weil bei dem Ding sieht man es trotzdem. Da sind die Einzeits nämlich so angebracht, oder vielmehr ist der Silencer so, dass er unterhalb der Sichtlinie durch die Einzeits bleibt, was definitiv irgendwie praktischer ist, wie ich finde. Aber gut, das ist nur eine kleine Anekdote, wir sind fertig, ne? Ja, yeah, so, over. Carry on. Hip, come on. Ja, dann machen wir die übliche, ja, obwohl die Garbage-Tour, sagen wir, machen wir diesmal mal ein bisschen kürzer. Wir haben ja auch nicht unseren, ich habe ja nur meinen Standard-Armor dabei. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, ich habe Hip den Ruby-Suit, also unseren Scientist-Suit, in einem guten Zustand gegeben. Also der ist definitiv kaputt gegangen, als sie ihn dabei hatte. Was doof ist. Aber ist es gut, dass ich es jetzt weiß. Da werde ich dann nicht im Notfall böse überrascht. Ich weiß einfach, wir können unserem Companion keine Rüstung anvertrauen. Wir können ihnen keine Waffen anvertrauen, außer denen, die sie benutzen sollen. Und wir können ihnen auch keine Rüstung anvertrauen. Ich nehme an, sie hat das Ding dann einfach irgendwie benutzt. Also, ich meine, bei den Waffen gibt es ja auch immer noch dieses Geräusch, dass sie sie anlegen und man sieht sie, dass sie alles angelegt haben. Aber ich meine, das mit dem Nicht-Sehen bei dem Suit, das verstehe ich noch, weil da muss man ja ein neues Charakter-Model haben und irgendwo sind ja auch die Ressourcen begrenzt. Aber das mit dem einen Soundeffekt hätten sie abspielen können, dass sie das quasi anzieht oder so. Irgendwie hat er doch gerade geschossen auf irgendwen. Was haben die denn hier gegen Duty? Und vor allem, wer hat hier geschossen? Wer bist du? Ist Clear Sky und Duty verfeindet? Es sind so Sachen, die habe, da habe ich nie drüber nachgedacht. Nö, sind sie nicht. Läuft hier ein Mercenary rum? Ja, hier läuft ein Mercenary rum. Okay, du hast wieder...
Das ist aber voll ausge... voll gedingst. Ausgestattet. Haben die sich irgendwie gegenseitig gekillt? Wie soll das? Mysteriös. Aber gut. So, uns waren ein bisschen die Einzelteile ausgegangen von beim Waffenbau. Deswegen nehme ich jetzt mal wieder Waffen auseinander. Oh, Station Panelboard. Best my stuff. Going for Hand. Okay, mehr Kram. Okay, seid ihr... Siehst nicht sonderlich aggro aus, oder? Keine Ahnung, was du da machst. Vielleicht morgen Gymnastik. Ach du Scheiße. Okay. Okay. So, das Ding haben wir gekillt und wir haben es jetzt auch in unserem PDA. Das ist nicht das PDA, das ist das... Okay. Das Spiel macht mal wieder Sachen. Das ist... ich habe noch nicht viel gemacht und das Spiel fängt an schon an rumzuzicken. Guide. Characters, Mutants. Pseudogeist. Burgundy Colored Series of Clouds. Also ich. Für mich ist das schwarz, aber. Okay, jetzt auch noch Snorks oder was? Ich habe da hinten noch welche gesehen. Das ist ja das für ein Scheißtag. Es wird Zeit, dass wir hier... Ja, bist auch bestürzt von der Entwicklung hier in Garbage. Okay, aber wir haben definitiv ein paar Anomalien, die wir checken wollen. Greek Fire wird nichts bringen, aber da können wir mal hingucken. Okay. Oh, hallo. Ein Junk-Artefakt, besser als nichts. Aber nicht wirklich viel besser. Ich sollte aufhören, das zu sagen. Das ist nicht wirklich besser als nichts. Es ist so gut wie nichts. Inzwischen. Also, es ist immer noch Geld, aber... Da wir uns unser Artefakt ja nicht einfach kaufen können, ist es zumindest, was dieses Zwischenziel angeht... Ziemlich genau wie nicht. So, ist hier noch mehr Stress? Sieht nicht so aus.
Guten Tag, Herr Schlachtermeister. Neuen Kram, thank you. Preise sind so gut, da müssen wir einfach immer zuschlagen. Okay. Okay. Zwei Stück. Elektron. Mit 6 Kilo ist das ein ziemlich schweres Elektron, wenn ich das mal sagen darf. Hip. Hier. Okay, kommen wir da irgendwie ran? Okay, hip. Geh mal weg, das wird jetzt etwas laut. Moment, kommt es hier? Oh, ist das ein Shell. Shell ist gut. Da haben wir zwar schon eins von, aber dann nehmen wir noch ein zweites. Das startet auch gar nicht. Das ist Chemical Resistance ein bisschen runter, ist nicht so wild. Rupture Resistance ein bisschen runter, ist unschön, aber kann man mit leben. Und mehr Stamina und mehr Psychic. Das heißt, wir können... Ja, die Electrical Resistance hier ist schon ziemlich nett. Aber wir könnten einfach das ersetzen, dann können wir zwar... ...weniger tragen, aber regenerieren unser Gedöns schneller. Und weil das müssten wir dann so schnell regenerieren, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir dann überhaupt Stamina verlieren beim Laufen. Okay, das ist ein guter Fund. Das ist ein sehr guter Fund. Da bin ich jetzt überhaupt nicht mehr sauer, dass wir nicht das Artefakt finden, was wir eigentlich suchen. Oh, hi. Alles gut bei euch? Meine rauchen, ja. Okay. Wie rauchst du eigentlich mit dem? Ist ja nicht so wichtig. Anything to sell? Any work? Basic sewing kit? Habe ich gerade nicht, aber... Okay. Ich glaube, du hast nur an deinem... Helm rumgespielt. Du hattest keine Zigarette in der Hand. Okay. Ja, gucken weiter nach... Achso, hip. Mitkommen. Gucken wir jetzt nach Corden. Dann haben wir hier nicht auch eine... Ne, da haben wir keine Anomalie. Da haben wir die Feueranomalien. Moment. Oh, wir haben Stashes hier. Wir haben Lilla Stash. Da. Okay, gut. Gucken wir hin. Ach ja, was ich an diesem RPG... wie heißt das? APK? APK. Also was natürlich an diesem Ding sehr light Machine Gunny ist, ist das 60 Round Magazine. Was ich natürlich sehr gut finde. Und das ist auch richtig nett. Ich meine, es ist
wahrscheinlich nicht besonders gut als Sniper-Rifle, weil es einfach nicht präzise genug sein wird, verglichen mit einem Sniper-Rifle. Aber wir haben zumindest, wir können uns zumindest das, die Binoculars sparen. Was ja bedeutet, dass ich keine Pistole halten kann. So wie ich mir das zusammengesetzt habe hier, mein Inventory. Und da die Binoculars ja nur diesen einen Zweck haben, gucken, was weit weg ist. Und wir, wenn wir das mit unserer Waffe mit erledigen können, das ist dann ja ein schöner Synergieeffekt. Hier ist noch ein Stash. Wo zur Hölle? Okay. Ganz normales Ding. Okay. Haben wir noch so viel zu tragen? Da ist auch noch ein Stash. Molten Lader. Ja, das ist nicht so wichtig. Durchs Feuer will ich nicht und wir müssen nicht jeden grünen Stash aufmachen. Ich weiß, genau da wird das Ranch drin sein, aber nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, Artefakte können in Stashes sein, richtig? Ich glaube. Wir gucken. Ja, ja, wird Forst, ich weiß. Wir gucken. So, hier haben wir eine ganze Menge Stashes. Irgendwas im Norden? Nein. Da höre ich. Oh Gott, hier haben wir eine ganze Menge. Ja, es fängt ja hier an. Okay, ne? Dann gucken wir mal. Ziemlich sicher, an der Farm ist was vorgefallen, aber wir wollen vorher mal gucken, ob wir hier was abgreifen können. Und die Antwort ist nö. Okay. Oder ist das Ding schon wieder... Oh, PDA hat keinen Saft mehr. Okay. Bei der Farm wurde geschossen. Das muss nicht unbedingt was Schlimmes sein, aber... Das ist ein Loner und mehrere Loner. Okay, das ist...
Vielleicht wurde auch hier nur in der Nähe geschossen. Das können auch die Militärs da gewesen sein. Es ist schon wieder so nebelig. Es ist immer so nebelig. Bonk. Tag, den Herrn. Ja, ja, probiert. Anything to sell? Eine Schaufel? No. Du vielleicht? Nein. Schön, was du da mit deinen Füßen machst. Das, MP7. Okay, mit das noch. Okay, wir haben. Okay. Bei euch haben wir nichts zu tun. Gut. Dann nehmen wir einen Schluck. Und wo waren die Stashes? Also der eine ist da, direkt. Okay. Ich weiß nicht sogar, wo das ist. Ich meine, die Optik da drauf ist ein bisschen groß bei der Wumse, sodass wir ein bisschen wenig sehen. Aber ich meine, es ist Nebel, ich sehe eh nichts. Also, da ist dann auch egal. Ja, irgendwer schießt da. Darkscape, kein Interesse. Okay, da wird geballert, gut. Okay. Na gut, dann gucken wir mal, wer da schießt. Haben wir eigentlich Hexagon Sound Suppressor? Es gibt also theoretisch einen Sound Suppressor für das Ding. Mal gucken, ob wir das Ding irgendwo auftreiben. So, können wir hier irgendwas sehen? Nicht bei dem Wetter. Okay. Ich meine, das hast du nur davon, dass das Spiel hier. Ich meine, man hätte das Spiel auch, es könnte auch in Hawaii spielen oder so, ne? Oder in Südkalifornien, dann hätten wir nicht ständig Nebel. Aber das würde irgendwie auch nicht passen. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. Und Burst Mode. Ich
ich nehme an, das wird, damit wirst du nicht arbeiten wollen. Die ganze Muni kannst du nehmen, wie üblich. Okay, der Stash ist wo? Komm da. Okay. Stalke nimm mal das Ding aus deinem Gesicht. So, don't try this at home, kids. Don't get stuck, Stalker. Thank you. So. Ja, ist es da oben oder ist es da unten? Ich glaube, es ist ein Stash, der ist oben. Da ist er. Okay. Ja, er war wirklich gut versteckt, mein lieber Mann. Na komm. Stalker. So, Schmutz. Okay, da war ein Bier drin. Ich denke, das haben wir uns verdient. Vorsichtig, 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 vorsichtig. So, lang wir hier sind. Stash looted, so, da ist auch noch ein Stash. Der ist, ich glaube, der ist in dem Wagen. Oh, hallo. Hurra. Nein, ist er nicht. Er ist hinter dem, also er ist auf dem Wagen, aber nicht da, wo ich dachte, dass er ist. Okay. Ich meine, irgendwer hat da Feuer gemacht. Sind wir gerade... Oh, ich bin so groß. Wir sind auf den Stacheldrahtzaun gesprungen. Das ist Athletik. Sag mal! Okay. War alles slightly weniger smooth, als ich mir das dachte. Du bist aber tot, ne? Ja.
Oh, Miha Banker. Nee, du warst das nicht, der Bounty hatte. Aber du hast definitiv einen Headshot ausgehalten, was ich ein bisschen doof finde. Ist das hier ein Lurker? Okay. Wir werden gleich von einem Lurker angegriffen. Weil ich hier jetzt Sachen mache. Und das heißt, dass wir zwangsläufig von einem Lurker angegriffen. Nicht? Okay, gut. Okay, Stashes, die haben wir, jetzt sind da noch drei Anomalien, die Anomalie, stimmt, da können wir, da könnte ein Wrench drin sein, theoretisch, es ist denkbar, also das, natürlich nicht denkbar, weil dann hätten wir es und dann müssen wir nicht mehr nachsuchen und dann, ne, aber das, warte mal. Das Beste hoffen, denn wir wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. So, hier bin ich auch schon allen möglichen garstigen Mutants begegnet. Deswegen gehen wir hier mal auf den Bahndamm entlang. Aber ihr bleibt mal hier und macht mal Ignore Combat. Nicht, dass ihr hier auf irgendwelche Zombies schießt auf der anderen Seite. Und wir gucken mal. Ob wir hier irgendwas Interessantes haben. Die Antwort ist nein. Fuck you. Hip. Ich hab dir gesagt, du sollst warten. Deswegen musst du nicht anfangen zu levitieren, ja? Okay, dann. Hätte ihr nicht sagen sollen, dass sie auf nichts schießen soll. Da wird sie. Siehst du? Schon fängt sie an zu schießen. Okay, nee, bitte nicht auf die zwei Zombies auf dem anderen Ende. Hinter dem undurchdringlichen Stacheldrahtzaun. Genau, bitte ignorieren. Danke. Ich meine, sie hätte wahrscheinlich einfach über den Zaun levitieren können, aber wir wollen es ja mit der offenen Zurschaustellung unserer Superpowers auch nicht übertreiben. Ne? So, sind noch irgendwelche Anomaliefelder? Ja, wir haben noch. Ich meine, wir hätten noch die Anomalie, die ist Rookie Eater, ist technisch gesehen auch, Dingens, ne? Du sag. Gravitation, oder? Ich glaube. Gucken wir mal. Bounty on Senior Sergeant Kushnarev's Head. Das ist. Okay. Ich meine, wir haben. Okay.
Das war ja für einen Katzen-Encounter war das ja fast friedlich. Mein lieber Mann. Und da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Okay. Okay, wo ist dieses Ding? Das weiß ich immer nicht, wo das ist hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Ding überhaupt... Artifact Spawn tut es wahrscheinlich. So, ist es da? Ja. Okay, irgendwelche Gookies zu essen. Oh ja. Nächste Junk Artifact. Okay. Like a flash approaching, ist ja aufregend. Wiegt die. Ah, meine Lieblingsantwort ist immer noch, then shoot it. okay, das können wir wegpacken. Okay, hier ist kein Artefakt fehlt, da ist kein Artefakt fehlt, da ist kein Artefakt fehlt. Da! Und da ist auch ein Stash drin, okay. Okay. Ja, dann wird sich dann auch der Tag dem Ende neigen. Und dann haben wir immerhin ein gutes Artefakt gefunden. Dann haben wir uns örtlich gleich da ungefähr dahin begeben, wo wir dann weitermachen wollen morgen. Dann können wir nämlich, da ist es eine Agroprom, ist es dann nicht so weit. Sondern gucken, ob wir im Mookie Village nächtigen oder bei Butcher. Wahrscheinlich Butcher. Okay.
Flashy immer noch sauer, dass wir seine Freunde erschossen haben? Glaub nicht. So, Trash Compactor. So, Hip, du wartest mal hier. Ich meine, Stalker, du musst nicht in der Anomalie stehen bleiben. Aber warum? Ich habe da einen Bolzen durchgeworfen. Und Bacon? Bacon, ich weiß. So, wo ist der blöde Stash? Der ist... Ist hier ein Stash, mein liebes Spiel? Da, ich sehe es. Okay. Ich weiß nicht, ob ich von hier rankomme. Okay. Thank you. Okay. Brauchen wir nicht. Wiegt zu viel. North of the Northern Checkpoint. Also ist er am Northern Checkpoint, weil er kann nicht North of the Northern Checkpoint sein. Da ist nämlich die Karte zu Ende. Also ist da okay, ein Military Guy, okay. So, wir wissen ja, dass wir hier nicht durch können, aus irgendeinem Grund. Ja, okay. Ne. Aber hier kommen wir durch. Hab mir nur ein bisschen die Knochen gebrochen. Alles schön. Und ein weiteres Junk-Artefakt. Gut. Hip, mehr Junk für dich. Freust du dich? Ja. Nein. Karte. Dann noch Stashes und dann... So, Moment. Auf der anderen Seite. Andere Seite. Hör dich. Ja, ich warte nicht auf dich. Aber wenn du so nah bist, dann gehst du mir einfach zu sehr auf den Senkel geräuschmäßig. So. Stashes. Erstmal aber nochmal gucken, vielleicht sind hier die Items respawned. Nicht.
Light Armor, das ist nicht schlecht. Okay, Hip, kommst du? Wo bist du denn? Hab ich... Du bist da noch, okay. Godrays. So, du musst mal wieder... Du warst schon, ne? Dankeschön. Was zur Hölle ist das? Powder Can. Benutze ich mit Sicherheit nicht, aber ich glaube, wir haben sowas nicht. Und das sind diese Dinger, die ich dann für irgendwas brauche und dann immer nicht weiß, wo ich sie herkriege. Weil ich die immer sofort wegschmeiße. Also nehmen wir einfach mal eins mit. Okay. So, du bleib mal bitte hier. Ich möchte nicht, dass du anfängst, auf das Military zu schießen. Meine eventuell sind ja Mutants, damit werde ich dann arbeiten müssen, aber manchmal laufen hier auch die blöden Militaries rum. Nichts. Okay, Stashes haben wir. Können wir wieder gehen. Wollen wir irgendwas von Sid? Ich glaube nicht. Laufen wir hier einfach durch den Nebel und dann, ja, würde ich sagen, begeben wir uns zu Butcher, betten uns da dann zur Nacht. Nein. Erst rechte Maustaste und dann Zoom. Mal zur Explosion bringen. So. Du hast das Rifle Fire gehört, ja. Ich habe auch noch was anderes gehört. Okay, dann machen wir noch diese kleine. Einlage hier. Ich meine, es ist schön, dass das Zoom-Ding immer wieder zurück auf den Beginn geht, aber es wäre auch nicht schlecht, wenn das Spiel sich meinen Zoom merken würde. Ich weiß, es ist immerhin nicht mehr der Bug, dass es auch sofort auf Maximal-Zoom geht, weil das ist ein bisschen schlecht handhabbar. Du bist tot. Warst du echt der Einzige? Okay.
Hip, spürst du irgendwas? Okay, Hip spürt nichts, also ist hier niemand. Gut. Okay. Ich glaube, Hip hat sich doch noch anders entschieden, was das Spüren angeht. Died. Okay, hast du gerade hier ein Bandit erschossen oder hast du nur wieder irgendeine Box nicht gemocht? Hip? Was? Oh ja, hier war noch einer. Wo zur Hölle bin ich? Okay. Oh, hier komme ich raus. Okay. Kommen wir hier durch? Sieht so aus. Okay. Ja, da ein paar Bandits erschossen. Also, einen und den anderen von Hip erledigen lassen. Ja, da gehen wir jetzt zu Butcher und das wollte ich eigentlich erzählen. Genau, dann werden wir uns zur Nacht betten und dann morgen früh, beziehungsweise nächste Woche, kommen wir stalken. Nicht respawned, gut. Nach Agroprom gucken und in den Agroprom Underground. Denke ich. Wir haben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es irgendwie eine sichere Methode gibt, Stash Locations in den Dungeons, also in den Labs zu bekommen. Also, dass die Stashes auch garantiert gefüllt werden. Ich meine, wir können da alle Stashes ablaufen. Oder zumindest die, in die ich mich erinnere. Sicherlich, aber die Chance, dass in einem nicht markierten Stash tatsächlich etwas drin ist, ist ja ziemlich klein. Wir finden immer, die ganzen Stashes, die wir kriegen für unsere Jobs, die sind immer Surface Stashes. Ich meine, ab und zu kriegen wir auch mal Stashes im, vielleicht sind das die Stalker PDA Stashes, die auch manchmal im Underground, also in Underground-Leveln sind, in den Labs sind. Weil ich habe mich gerade gefragt, wie wir, ob es da eine gute Möglichkeit gibt, dass wir quasi durch Aufträge oder durch irgendeine Handlung schon vorab dafür sorgen können, dass wir in den Labs dann auch tatsächlich volle Stashes antreffen. Weil die Stashes in den Labs sich ja laut der neuen Stash-Mechanik mit den getierten Stashes ja schon lohnen dürfte oder sollte. Deswegen wäre es ja schon ganz cool, wenn wir da irgendwie auch sicherstellen könnten, dass die Stashes dann was tatsächlich in sich haben.
Aber wir werden einfach mal gucken. Wir werden da einfach mal rumlaufen, ein paar Stashes aufmachen. Leere Stashes, also unmarkierte Stashes. Und vielleicht haben wir ja auch schon markierte Stashes. Ich meine, das sind andere Level, die werden ja nicht zwangsläufig angezeigt. Ne? Wenn wir jetzt ein Stash im Underground haben, würde der auf dieser Karte angezeigt? Also könnte dieser Stash sozusagen ein Level drunter sein? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Weil wie üblich bei 2D-Karten oder bei vielen Implementierungen von 2D-Karten gibt es ja keine Höheninformationen. Wäre leicht zu implementieren, aber das machen aus irgendeinem Grund viele solcher implementierten Karten nicht. Ich meine, wir haben auf der Minimap haben wir die Pfeile nach oben und unten, aber bei den Stashes halt nicht. Es soll das Finden der Stashes ja auch nicht so einfach machen, das ist mir schon klar. Es ist halt nur manchmal ein bisschen nervig, gerade wenn es so wäre, dass damit auch andere Level gemeint sein könnten, weil wenn zum Beispiel dieser Stash keine Höhenangabe hat und der genauso gut tief in der Erde sein könnte, also in einem ganz anderen Level, das wäre ja schon lästig, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, wir sehen die Stashes einfach nicht, die im Underground-Level sind. So, Hip. Okay, jetzt kommen wir da ran. Ja, kommen wir ran. So. Das behalten mal. Das können wir verkaufen. So, Bier bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt. Gott, guck mal, wie viel Essen wir hier haben. Das ist. Weißt du was, das verkaufe ich einfach mal. Mal gucken, wie viel er dafür haben will. Er will da wahrscheinlich gar nichts für haben. Overloaded. Also deswegen wahrscheinlich. Das soll da auch rein. Okay. Willst du Essen kaufen? Also erstmal anything else? Boardshop? Was für Equipment? Nope. Okay. So. Das kannst du auch nehmen. Gut. Okay. Ja, da würde ich sagen, haben wir. Ich meine, wir haben einen Shell gefunden. Ich glaube, wir haben auch noch einen guten Container. Hier Artefakt-Ding. Container zu Hause rumfliegen irgendwo. Da müssen wir, glaube ich, nicht mal einen neuen bauen. Weil dann hätten wir eventuell noch mal ein weiteres. Da würden wir 3 Kilo verlieren. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich machen will. Hier, ich meine, wir könnten auf die 50% Electric
Critical Resistance verzichten. Und das hier ist 12 und ein Shell hat Guide, Artifacts, Shell ist mehr, ne? Nee, ist auch 12. Okay. Psychotechnik und Legendary Defense. Hm, 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 hm. Ja, 20% mehr kriegen, aber. Na. Okay. Ich meine, dann werden wir zum Dauerläufer danach. Das ist schön. Ja, aber ansonsten haben wir nicht viel beschickt, wie üblich. Ich hoffe, dass wir irgendwie dieses verdammte Item nochmal finden. Und wenn nicht, dann nicht. Was ist eigentlich unser Auftrag? Nee, wir haben immer noch den Auftrag, den blöden Camper zu killen. Ist der immer noch da, wo er? Ja, der wird da. Oh, das ist, ja, das ist unser Stash. Der wird sich da nicht mehr wegbegeben. Blöder Depp. Und ja, da gucken wir beim nächsten Mal hier hin. Oder mal hier hin, gehen dann nach unten und raiden die Military Base, killen alle Anwesenden. Wäre schön, wenn das irgendwie anders ginge, aber ich meine, wir könnten uns verkleiden, aber das ist nur für den Stash. Mal gucken, wir werden auf jeden Fall das Lab besuchen. Und wir haben ja eins. Ach, das hier, das hatte ich ignoriert, genau. Ja, wir werden auf jeden Fall das Underground Lab besuchen und Strelok Stash besuchen. Und ja, dann bedanke ich mich für heute für die Aufmerksamkeit. Erlaube mir wie üblich den Hinweis, wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch bitte auf den Like-Button. Ihr helft damit dem Kanal und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Und ja, wir gehen jetzt schlafen und sehen uns dann nächsten Morgen bzw. nächste Woche. Dann müssen wir gucken, wo wir hier schlafen gehen können. Wieder und gehen dann in das Anfangslab. Also es ist ja nicht wirklich ein Lab, ne? Es ist nicht wirklich ein Lab. Das Lab ist eigentlich da drüber. Haben die da auch Experimente gemacht? Was war eigentlich? Gott, das ist schon so lange her. Ich meine, das ist ja das Erste, was man in Shadow of Chernobyl macht. Haben die in Agroprom im Dungeon, haben die das für irgendwelche Experimente benutzt? Oder ist das einfach nur der Hideout von... Nee, Moment, das ist der Hideout von Strelok, aber das gibt ja noch in dem Level da drunter. Das ist, glaube ich, aus Clear Sky. Dass wir in Clear Sky fluten. Ne? Da haben sie doch irgendwas... Da haben sie doch rumexperimentiert. Also wahrscheinlich werden sie da auch irgendwelche Experimente. Ich meine, baust ja nicht irgendwie so ein Underground Lab irgendwo hin und machst dann keine moralisch fragwürdigen Experimente drin. Das lohnt sich ja nicht. Also anders. Deswegen, wenn man so ein Lab hat, dann macht man da auch seine Experimente. Die werden da schon irgendwas gefunden haben. So, ich brabbel nur noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Stalker. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.